Nimm zum Beispiel nur Goldlöckchen. Stell sie dir vor, im Blumenröckchen, schmale Füßchen, 40 Lächeln. Rosenduft tut sie umfächeln, freundlich, bescheiden und ach, unschuldig. So steht's im Buch. Doch Papier ist geduldig. Drum lasst uns die liebliche Maske ablösen, denn das Wesen dahinter neigt heimlich zum Bösen. Egoistisch, eitel und verwöhnt. Was gut ist und schön, hat sie verhöhnt. Heimtückisch ist sie, gemein und verschlagen. Hat alle verpetzt, sich mit niemand vertragen. Auch hat sie gern mit Dreck geschmissen. Den Fliegen Flügel ausgerissen, kein Unfug schien ihr schlimm genug. Ihr Lieblingsspiel hieß Lug und Trug. Bären hingegen sind herzlich und gut. Sie haben mit Bosheit nichts am Hut. Gewiss, so wird es nicht erzählt in unserer so heilen Märchenwelt.